Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer nur, ja, tatsächlich heute auch wieder die wunderschönsten Menschen zu sehen, Friends. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir geben uns den neuen Song von Dardan und Nemo mit Paradrill. Ich erwarte einen Drillbeat, ich sag's, wie es ist. Wir haben bei Ruba gerade auch einen gehabt. Es kommen immer und immer mehr, was ich tendenziell nicht schlecht finde. Einige hören sich für meinen Geschmack zu ähnlich an. Aber ich bin einfach mal gespannt, wie es wird. Dardan und Nemo, eine sehr, sehr stabile Kombination. Ich muss sagen, von beiden feiere ich bei weitem nicht alles. Bei ganz weitem nicht alles. Ich weiß nicht genau, wie der letzte Song von Nemo hieß. Der war mit Luciano zusammen, den fand ich sehr, sehr gut. Der hat mir im Nachhinein noch besser gefallen, wenn ich ihn öfter gehört habe. Von Dardan habe ich die letzten Sachen gar nicht so sehr abgecheckt. Weil mir das in eine Richtung geht, die ich nicht mehr so gefeiert habe. Ich mag den Dardan von Wer macht Para? Wer macht Para 2? Hotel von Dardan, immer noch ein wunderschöner Song, den ich mir sehr, 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 sehr gerne anhöre. Natürlich auch hier und da viele Songs, aber all in all gibt es viele Sachen, die ich bei Dardan nicht fühle, bei Nemo nicht fühle, aber die haben auch ihre Momente für mich so. Ich bin einfach mal gespannt, das Ganze ist von Hypnotize hochgeladen worden, das Ganze ist produziert von... Ey, ich brauche immer länger, um diesen Beat Producer zu finden, Mann. Wo ist denn der scheiß Beat Producer hier? Ja, produziert von irgendjemandem coolen. Okay. Und ein MG-Video. Freunde, wir hören rein. Let's go. Oh, okay, oh, warte ganz kurz. Der Beat baut sich mächtig auf. Der Beat baut sich sehr, sehr mächtig auf. Ey, das ist nice gemacht mit diesen Schuhkartons hier. Sieht nice aus. Kaum mein Plug, wenn ich auf YG neue Colorways von meinen Dunks seh. Busse, du kopierst mein Style, Spaß, ein Jahr oder zwei für eine Cartier. Für meine Gun liegt in meine Wand. Okay, das ist nice gemacht. Der Anfang gefällt mir sehr, sowohl vom Video her als auch vom Track, dass sie sich jetzt Zeile für Zeile quasi abwechseln. Aber dass man in so ein verlassenes Hochhaus geht und in jedem Raum sind Nemo und Dardan dann immer. Das gefällt mir sehr und stimmt sehr angenehm. Bist du kopierst mein Style, Spaß ein Jahr oder zwei für eine Cartier. Für meine Gun liegt in meine Wand safe, hinter einem Gemälde für 8 Geld. Boah, Video gefällt mir sehr. Schöner Übergang. Meine Diamanten sind flawless, awesome. Deine Diamanten sind perfect. Ja, ich weiß, bist du, weil du hast nicht. Denn der Hype wächst nicht so wie Haspik. Du droppst deine Single-Leute nach. Wieso schickst du, bitch, mir deine Swipe-Uplinks? Keiner geht auf... Oh, ey, das ist eine gute Zeile, Mann. Das ist eine gute Zeile. Du droppst eine Single heute Nacht. Wieso schickst du, bitch, mir deine Swipe-Uplinks? Nice, okay. Jetzt baut sich der Beat auch langsam auf. Ey, bis jetzt gefällt's mir sehr. Positiv überrascht. Sprichst du wie Haspik. Du droppst deine Single-Leute nach. Wieso schickst du, bitch, mir deine Swipe-Uplinks? Keiner geht auf den Link in deiner Bio. Oder mal PK, Ice Out, Sub-Zero. Oh, das war ein schöner Übergang von Nemo zu Dardan. Can I get off den Link in deiner Bio? Oder mal PK, Ice Out, Sub-Zero. Zufluss mit deiner verwirrten Segation auf Feuerbach, ja, mein Barrio. Okay, da habe ich ein bisschen echt gefühlt gar nichts verstanden. Oder mal PK, Ice Out, Sub-Zero. Zufluss mit deiner verwirrten Segation auf Feuerbach, ja, mein Barrio. Selbst wenn ich mich konzentriere, höre ich am Ende nur mein Barrio. Hüftemover hat ich aber sitzt am Pocker durch SI mit Tespi. Haare nach hinten wie Gatsby. 2 Mille setz ich auf Messi. Booty Butt is heavy. Wie das ist von Dutch up Belly. Okay, ey, okay, also es ist natürlich jetzt, man darf textlich gar nicht so dick das Fernglas rausholen und gucken, oh, wie cool ist der Text, weil auch mit der Sub-Zero und der Uhr, die Line kommt in jedem Track vor. Es geht hier mehr um das Feeling, glaube ich, und das Feeling ist nice. Die beiden wechseln sich geil ab, die Stimmen hören sich gut an, sie kommen gut auf den Beat und es macht Spaß, irgendwie auf das Musikvideo zu gucken bis jetzt. Aber natürlich textlich ist es Müll einfach. Augen so wie Angelina Jolie, mache ihren Body dirty, so wie Manny. Hör zu. Ist die ganze Hook so, Digga? Ist die ganze scheiß Hook so? Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier Dings Papa Schlumpf noch gefeatured haben, kurz Telefon angerufen, Telefonkonferenz. Bruder, machst du mir doch schnell eine Hook? Maschallah, mach ich kurz. Schlumpfine, geh weg. Guck
Guck mal, Mama, guck mal, Papa, Pada. Warte, vielleicht check ich's auch einfach nicht, aber Bro. Also das ist Nemos eigentliche Stimme gerade so. Just saying. Ich stelle mir den Musikvideodreh gerade vor, wo dieser Track gespielt wird, ja. Schon in fertiger Version wird dieser Track gespielt, während man das Musikvideo dreht. Und da dieser 200-Kilo-Typ gerade diese Europaletten durch die Gegend wirft und währenddessen Papa Schlumpf eine geile Line nach der anderen rausballert über die Boxen. What the fuck, man? Ihr müsst euch das vorstellen, da läuft gerade diese Bravo-Hit-Spongebob-CD und er wirft diese Palette da auf dem Auto. Okay, ey, was aber gerade geil war, oh, das war nice gemacht. Passend zum Beat im Musikvideo, diese Schläge auch von diesen Sachen auf die Autos gut auf den Beat abgepasst. Ach, drauf, jetzt. Das war geil. Bruder, warum dann nochmal? Also ich finde, die Hook ist Müll, Mann. Ich weiß auch nicht, ich glaube auch, da kann ich mir recht sicher sein, die werde ich nicht gut finden, wenn ich sie jetzt noch dreimal höre oder so. Ich check es irgendwo, weil es irgendwo auch in diese, wie heißen die, Young Kaffer und Küçük Richtung geht, die ja auch extrem hoch gepitcht singen, was mir auch gar nicht gefällt. Aber die haben auch ihre Fanbase und die haben auch ihre Zuhörer, ihre Zuschauer, ihre Fans, was ja auch voll okay ist, Mann. Aber das ist so einfach in für meine Ohren ist es Müll irgendwie so. Ich fühle das gar nicht. Ich fühle das gar nicht, Mann. Ich kann verstehen irgendwo, es ist was anderes. Und ich kann es irgendwo auch checken, dass das Leute feiern. Aber es ist leider gar nicht mein Taste, Mann. Es ist gar nicht mein Geschmack, das so komisch zu machen, Mann. Weil ich kann nur Schlumpf hören. Ich kann nur Schlumpfine, Schlumpfhausen hören. Warum denn nicht diese Stimme? Niemand hat doch so eine schöne Stimme, Mann. Oder wenn es nicht gereicht hätte, stellt euch vor, die Hook hätte Luciano übernommen. Was wäre daraus geworden? Das wäre auch schön geworden. Er wäre auf den Beat gut gekommen. Er hat eine schöne Stimme für Hooks, auch in meiner Opinion. Oder, mein Gott, lass Nemo oder da dann die Hook abwechselnd singen oder normal singen, in der normalen Stimme. Weiß nicht. Gar nicht mein Taste. Warum nicht in dieser Stimme, Mann? In der tiefen Stimme sogar. Es geht doch. Er hat doch eine schöne Stimme, Mann. Das fühle ich gar nicht. Das wird mich auch immer abfucken bei diesem Song, glaube ich. Schade, weil ansonsten, ich fand das Video cool. Die haben sich abgewechselt immer. Ich finde, die kamen gut auf den Beat. Natürlich, textlich war es jetzt kein Highlight, aber will ich auch gar nicht. Ich will hier einfach so ein Drill-Beat mit einem guten Song haben, einfach. Ey, gerade hier der Bass wieder aufgedreht wurde bei seiner Stimme, da ist so viel Druck drauf. Nee, ich hab's auch versucht, gerade nochmal auf mich wirken zu lassen irgendwie. Ich hab's versucht, Mann. Aber es geht nicht. Ich kann's, wie gesagt, ich kann's irgendwo checken. Wenn Leute das fühlen, weil es anders ist, weil es irgendwie diese Richtung ist und weil hohe Stimme und so cooler Style, Mann. In den Kommentaren wird wieder stehen, die Leute sind nicht bereit dafür, 2044 leben die schon. Jeden das eine soll man nicht sagen. Jeder wie er mag, jeder soll das hören, was er gut findet. So. Ich höre auch privat, 80% der Sachen, die ich privat höre, fühlt ihr alle auch nicht so. Ich denke auch nicht, dass ihr keine Ahnung, zu K-Pop vordringt, bevor ihr in den Club fahrt, so wisst ihr, wie ich meine? Aber schade, Mann. Ich hätte mir hier für meinen persönlichen Taste eine normalere Hook gewünscht. Ey,
Enno ist auch ein Video, habe ich gar nicht gesehen, Mann. Enno auch ein bisschen aufgegangen. Auch kleiner. Ein, zwei Hefewürfel zu viel gegessen, glaube ich. Weil an sich die Melodie-Note gefällt mir halt. Die Melodie-Note gefällt mir. Schade, Mann. Wie gesagt, ich hätte mir hier noch ein bisschen mehr gewünscht. Aber ich kann's auch checken, wenn Leute das fühlen, wenn Leute sagen, das ist der neue Shit, so. Keine Ahnung. Was man aber gerade Nemo zugutehalten muss, oder was ich ihm zugutehalten möchte, ist, dass er sich wirklich krass ausprobiert. Er probiert neuen Stuff aus, er macht sein Ding so. Und dann ist es ja auch klar, dass mir nicht alles gefallen wird. Naja, was soll ich sagen, Mann? Ey, Freunde, ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh, so wie immer. Lasst mir gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren. Da fühlt ihr das oder nicht? Checkt ihr, was ich meine, warum ich da Papa Schlumpf und Bravo Hits höre irgendwie oder nicht? Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns mal in einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer natürlich und ciao.